Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch meinen Lesemonat vom August für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wie immer als allererstes eine kleine Anmerkung vorweg, ich werde heute wieder mit dem Licht kämpfen müssen, denn eigentlich ist die Sonne nicht da, aber zwischendurch haben wir immer mal Lücken in den Wolken und dann kommt sie kurz raus und dann, ja, ich habe wieder mit dem Licht zu kämpfen wie immer, aber das ist ja nichts Neues. Also ignoriert das Ganze einfach und ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Lesemonat. Ich habe die Bücher alle hier liegen und ich würde aber sagen, wir fangen mit dem E-Book an, bevor ich das vergesse, was ich gelesen habe im August. Und zwar war das Second Chance von Rose Bloom. Second Chance ist der erste Teil einer Reihe. In dieser Reihe geht es um drei Brüder und in jedem dieser drei Teile, die diese Reihe umfassen, bekommt jeder Bruder seine eigene Geschichte, wie man das halt auch so aus verschiedenen Reihen auch schon kennt. Im ersten Teil ging es jetzt um Tanner und Tanner und seine zwei Brüder sind in einer Pflegefamilie aufgewachsen, also sie hatten einen Pflegevater und dieser trinkt und kümmert sich halt auch nicht wirklich um die beiden und es ist auch alles dort sehr, sehr verwahrlost und sie wohnen natürlich auch in keiner guten Gegend. Er kommt aus einem sehr ärmlichen Verhältnis und bei ihm auf der Schule gibt es ein Mädchen und zwar heißt sie Cassie. Cassie ist die Abkürzung für Cassandra und Cassandra ist das schöne, reiche, wohlhabende Mädchen und die beiden lernen sich dann auf einer Party kennen unter ganz dubiosen Umständen. Und Tanner bewahrt Tessie und ihre Freundin auf dieser Party einen großen Fehler zu begehen. Und ja, so lernen die beiden sich kennen. Und die beiden kommen sich dann peu à peu, Schritt für Schritt immer ein bisschen näher. Und ja, es nimmt aber kein gutes Ende mit den beiden, denn sie trennen sich. Und in Second Chance geht es halt darum, dass die beiden sich nach vielen, vielen Jahren wieder treffen. Und die Frage im Raum steht, ob diese Beziehung zwischen den beiden denn eine zweite Chance verdient hat. Und ja, das ist es auch schon, worum es in diesem Buch geht. Und ich kann nur sagen, dass mir Second Chance wirklich gut gefallen hat. Ich mochte die Geschichte. Ich fand diese Rückblenden in die Vergangenheit immer gut, die Rose hier mit eingebaut hat, dass man auch nochmal gesehen hat, was in der Vergangenheit genau eigentlich passiert ist, was genau schiefgelaufen ist bei den beiden. Und es war auch gut zu sehen, wie die Charaktere sich in verschiedene Richtungen entwickelt haben. Cassandra hat eine ganz, ganz krasse Entwicklung in diese Einrichtung gemacht und Tanner quasi in die andere. Und dann so zu sehen, wie die beiden sich so verändert haben und dann wieder aufeinandertreffen, das war schon wirklich cool gemacht. Und ich bin auch schon sehr, sehr gespannt, was die Geschichten der beiden Brüder betrifft. Also ja, man hat auf die zwei auch schon einen guten Einblick bekommen in der Geschichte und es ist auf jeden Fall interessant, was so, und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was so da dahinter steckt und ja, Second Chance ist eine richtig süße, niedliche Liebesgeschichte und ja, ich kann es euch, was das betrifft, wirklich nur empfehlen. Ich mochte die Geschichte und wie gesagt, ich bin gespannt auf die weiteren beiden Teile, die dann noch erscheinen werden. Und dieses Licht macht mich jetzt schon irre. Und wir sind gerade mal am Anfang. Verdammt! Das war das E-Book. Machen wir weiter mit den richtigen Büchern. Ich nehme sie jetzt einfach in der Reihenfolge, wie sie hier liegen. Die sind jetzt nicht sortiert oder irgendwas. Ich habe sie gerade fix nur rausgesucht. Und ja, ich nehme sie jetzt einfach, wie sie hier auf dem Stapel liegen. Und ja, das erste Buch ist Diamonds for Love 4, Verhängnisvolle Liebe. Das ist der vierte Teil dieser Reihe. Und im vierten Teil geht es um Max Bandit und um seine Jugendliebe. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, wie sie hieß. Emilia? Ja, genau, sie hieß Emilia. Und ja, die beiden treffen nach ganz, ganz vielen Jahren wieder aufeinander. Und was soll ich dazu sagen? Es ist eine wirklich süße, tolle, niedliche Liebesgeschichte. Ihr wisst, ich liebe diese Reihe. Ich finde diese Familie einfach so toll. Das ist so eine ganz, also diese Familie ist genauso toll wie die Abbotts von der Green Mountain Serie und ja, ich fand den vierten Teil wieder richtig, richtig süß. War nicht besser als der dritte, also der dritte ist bis jetzt definitiv mein Lieblingsteil, aber auch auf jeden Fall eine richtig tolle, süße Geschichte. Ich kann euch auch dieses Buch, diese Reihe wirklich wieder nur empfehlen. Ich finde, Max ist ein ganz, ganz toller Charakter und Emilia ist ein super Gegenpartner dazu. Im fünften Teil jetzt geht es um Max, seinen Zwillingsbruder und da bin ich auch schon sehr gespannt, was es mit Christopher auf sich hat. Die Geschichte scheint auch sehr, sehr gut zu werden, wenn man sich so das Inhaltsverzeichnis mal anguckt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf jeden weiteren Teil, der zu dieser Reihe noch erscheint. Und ich kann euch diese Bücher wirklich immer wieder nur ans Herz legen, sie zu lesen. Und ja, ich liebe, liebe, liebe diese Reihe und kann euch, was das betrifft, den vierten Teil auch wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, Max ist so toll und Emilia ist auch, die ist so süß und die passen so gut zusammen. Und allein der Prolog, das war so niedlich. Im Prolog wird erzählt, wie die beiden das allererste Mal in ihrer Kindheit aufeinandertreffen. Und das ist so schnuffig und so süß gemacht und ja, ich liebe Diamonds for Love einfach und kann euch, was das betrifft, wie gesagt, diese Reihe immer wieder nur empfehlen. Im Großen und Ganzen geht es ja um die Familie Bennett, die ein Juwelenimperium hat, also Bennett Enterprise. Das ist so eine riesengroße Schmuckkette in Amerika und diese Familie ist aber absolut bodenständig, denn eigentlich kommen sie aus einem kleinen Ort, von einer Farm und der älteste dieser Brüder, Sebastian, hat es geschafft, diese Familie quasi in den Reichtum zu führen, indem er diese Firma gegründet hat und sie aufgebaut hat mit seinen Brüdern und Schwestern und inzwischen arbeiten so ziemlich
alle in dieser Familie, auch für diese Firma. Und ja, man hat halt wirklich diese wundervollen Charaktere in dieser Reihe. Und jeder Charakter bekommt so seine eigene Geschichte von diesen 9 Kindern sind es. Ja, 9 Kinder. Und wie gesagt, Max und Christopher sind dieses eine Zwillingspärchen. Es gibt noch ein zweites Zwillingspärchen, das sind Blake und Daniel. Und Christopher und Max sind die älteren dieser Zwillinge. Und ja, es war einfach wieder süß, das zu lesen. Und wie gesagt, ich kann euch diese Reihe wirklich nur empfehlen. Sie ist so, so toll. Oh, mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen, sonst schweife ich hier wieder aus. Dann habe ich im August gelesen One Dream von Lauren Blakely. Das ist der erste Teil der One Love-Reihe heißt diese, glaube ich, habe ich bei Goodreads, glaube ich, steht One Love-Reihe oder so. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, ja, habe ich One Dream gelesen im August und das ist eine richtig süße, niedliche Liebesgeschichte auch. Sie ist wirklich sehr, sehr kurz und knackig erzählt auf 200 Seiten. Wer die andere Reihe von Lauren Blakely kennt, die im HarperCollins Verlag erschienen ist, also Big Rock und Mr. O, der kennt auf jeden Fall hier den ein oder anderen Charakter aus diesem Buch schon. Denn es sind Nebencharaktere aus Mr. O, die hier wieder mit drin vorkommen und jetzt quasi die Hauptrolle spielen. Und das fand ich so gut und Simon ist auch so, so toll. Denn ja, es geht in diesem Buch um Simon und Simon ist alleinerziehender Vater von einer kleinen Tochter. Er hat sich von seiner Freundin damals getrennt und hat halt das alleinige Sorgerecht sich erkämpft. Und Simon ist aber halt auch Geschäftsmann, muss halt auch relativ viel arbeiten und so braucht er natürlich eine Nanny. Diese Nanny hat er in Abby gefunden und Abby ist wirklich wundervoll, sie versteht sich auch super mit Hayley und das passt alles perfekt. Und ja, Simon spürt auch eine gewisse Anziehungskraft zu Abby und er weiß, er darf dieser nicht nachgeben, denn er ist hier Arbeitgeber und naja, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, ihr wisst, diese Probleme, die da so entstehen können. Und ja, darum geht es in diesem Buch eigentlich auch schon. Es geht um Abby und um Simon und die Frage, ob diese Beziehung eine Chance haben kann oder halt auch nicht und ob Abby die Gefühle für Simon halt auch erwidert und andersrum. Und ja, ich kann nur wirklich sagen, dass dieses Buch wirklich richtig schnuffig erzählt ist. Es ist wirklich so süß gemacht und die Autorin hat sich so niedliche Sachen einfallen lassen, die beiden auch so miteinander verbindet. Das fand ich so goldig und auch wie Abby mit Hayley immer interagiert hat und wie sie mit ihr umgegangen ist und wie sie mit Simon umgegangen ist. Und ach, das war einfach alles so toll und so niedlich und so süß. Das ist wirklich so ein richtiges Buch für einen richtig schön entspannten Lesenachmittag, weil wie gesagt, dieses Buch hat man auch wahnsinnig schnell gelesen. Man saugt dieses Buch quasi so einfach so in einem Rutsch mal weg, so erledigt. Und ja, ich finde dieses Buch wirklich richtig, richtig toll und richtig süß. Und Simon sieht aus wie Chris Hemsworth. Muss ich noch irgendwas sagen? Nein, ich glaube nicht. Also One Dream hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Kann ich euch auch wirklich empfehlen, wenn ihr niedliche, süße Liebesgeschichten mit ein bisschen Erotik mögt, dann schaut euch One Dream auf jeden Fall an. Dann im August noch mitgelesen habe ich Never Let You Go. Das ist der zweite Teil zu Never Loved Before von Monica Murphy. In dieser Geschichte geht es ja um Katie. Und Katie ist als Kind ja entführt und vergewaltigt worden. Und ja, wir haben Katie im ersten Teil kennengelernt. Wir haben ihre Ängste kennengelernt. Und wir haben halt gemerkt, dass sie mit ihrem Leben nicht so wirklich zurechtkommt. Sie lässt niemanden an sich ran. Sie hat Angst vor die Tür zu gehen und sie ist sehr, sehr in sich gekehrt und Katie lernt dann im ersten Teil Ethan kennen und Ethan schafft es, sie quasi aus ihrem Schneckenhaus rauszuholen und ihr neuen Lebensmut zu geben und dann passiert etwas am Ende vom ersten Teil. Mit dem, was sie dort erfährt, bricht quasi ihre ganze Welt zusammen und ja, im zweiten Teil geht es dann halt darum, ob Ethan nochmal eine zweite Chance bei Katie bekommt oder halt auch nicht. Ich kann nur sagen, dass mir der zweite Teil wieder richtig gut gefallen hat. Ich fand ihn sogar noch ein Stückchen besser wie den ersten Teil, denn am Ende war hier wirklich mega viel Spaß drin in der Geschichte und nochmal sehr, sehr viel Dramatik und man hat wirklich mitgefiebert mit unserer Protagonistin und dachte so, oh mein Gott, was jetzt hier gerade abgeht, das ist krass, das ist einfach nur krass und ja, ich fand den zweiten Teil wirklich wieder richtig, richtig gut. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut in den einzelnen Videos zu den Büchern einfach nochmal vorbei. Ich kann wirklich nur sagen, dass Never Let You Go eine ganz, ganz tolle Geschichte ist. Ich kann nur sagen, dass Never Let You Go und Never Loved Before wirklich ganz, ganz besondere Bücher sind mit einer ganz, ganz besonderen Liebesgeschichte, die wirklich sehr, sehr andersartig ist. Und ich glaube auch, dass ein Stück weit einige Leute diese Beziehung, diese Liebesgeschichte nicht vielleicht so verstehen können und nachvollziehen können. Ich konnte das sehr, sehr gut und ja, ich fand dieses Buch einfach wirklich richtig, richtig gut und mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Und ja, wenn ihr nach einer Liebesgeschichte sucht, die so ein bisschen andersartig einfach mal ist, dann schaut euch Never Loved Before und Never Let You Go auf jeden Fall mal an. Ich kann nur sagen, wer sehr, sehr zart beseitet ist, was das Thema Vergewaltigung betrifft,
so wie ich. Ich bin auch sehr empfindlich, wenn es um dieses Thema geht. Es sind im ersten wie auch im zweiten Teil jeweils ein oder zwei Kapitel drin, wo es um das Thema direkt geht, wo wir Rückblenden sehen zu der Zeit, wo Katie damals entführt und vergewaltigt wurde. Aber ich sag mal, sowas kann man ja auch überblättern, diese Kapitel. Ne? Das muss man sich ja dann nicht geben. Ansonsten finde ich dieses Buch wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr gefühlvoll auch geschrieben. Also die Autorin ist hier wirklich mit dem nötigen Fingerspitzengefühl an die Sache rangegangen und ich konnte das alles wirklich sehr, sehr gut verstehen und nachvollziehen und ja, kann nur sagen, dass mir diese beiden Bücher wirklich sehr, sehr gut gefallen haben und ich sie euch wirklich nur ans Herz legen kann, wenn ihr mal nach einer etwas anderen Liebesgeschichte sucht. Dann habe ich im August noch gelesen Superior 1 und 2 von Annemarie Jungwirth. Dann habe ich im August noch gelesen Superior, das ist der erste Teil, Das dunkle Licht der Gaben und Superior im Windschatten der Lüge von Annemarie Jungwirth. Und ja, Superior ist eine dystopische Urban-Fantasy-Geschichte mit ein bisschen New Adult gemischt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also es ist keine richtige Dystopie, denn dieses totalitäre System, was es in dieser Geschichte gibt, betrifft nicht alle Menschen, sondern nur einen gewissen Teil, und zwar die Superior. Ja, darum geht es halt in diesem Buch auch. Es geht um die Superior. Superior sind Menschen mit besonderen Gaben. Und diese besonderen Gaben sind nochmal untergliedert in verschiedene Sachen. Es gibt Naturkräfte, es gibt Metallkräfte. Und diese Kräfte sind auch noch nach ihrer Stärke ineinander abgestuft, sodass es da so ein Scoring gibt, welche Gabe wie stark ist. Und ja, wir begegnen in dieser Geschichte Amelia, unsere Protagonistin. Sie hat auch eine Gabe, aber ihre Gabe ist nicht wirklich sehr ausgeprägt und sie ist für die Gemeinschaft der Superior nicht wirklich von Nutzen, weswegen sie zwar da dazugehört, aber nicht richtig in dieses ganze System integriert ist. Denn die Superior bleiben eher unter sich und die Superior, jetzt muss ich mal ein Stück rüberrutschen, jetzt kommt hier echt krass die Sonne rum. Und die Superior mit den richtig besonderen Gaben dürfen sich auch nur mit anderen Superior zusammentun und fortpflanzen. Und das ist alles wirklich so ganz eng verknüpft und halt, wie gesagt, totalitäres System. Amelia, wie gesagt, ist da so ein bisschen raus, weil man mit ihren Gaben nicht allzu viel anfangen kann, weil sie hat zwar welche, aber wie gesagt, sie sind halt nichts Besonderes. Dadurch ist sie recht frei in ihrem Leben. Sie studiert mit ihrer Schwester in Boston und Amelia muss mehrmals im Jahr zu so einer Untersuchung gehen, wo ihre Gaben getestet werden. Und bei dieser Untersuchung trifft sie jedes Mal auf Nathan. Nathan ist auch ein Superior mit besonderen Fähigkeiten und er leitet diese Untersuchungen bei ihr. Und Amelia merkt jedes Mal, dass zwischen ihr und Nathan da irgendetwas ist. Und ja, eines Tages ist es dann so, dass etwas passiert und Amelias Leben komplett aus den Fugen gerät und sie weder ein- noch aus weiß und sie nicht weiß, was jetzt eigentlich los ist. Und das ist es auch im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht. Und zwar die Frage, was passiert in Amelias Leben, dass auf einmal alles ganz, ganz anders ist. Denn sie wird auf einmal von den Superior festgehalten und sie wollen etwas in ihr erwecken, von dem sie nicht wusste, dass es da ist. Und ob es den Superior gelingt und was das alles für Folgen nach sich zieht, das ist im Endeffekt, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ja, ich kann nur sagen, dass mir der erste Teil, wo ich den gelesen habe, gut gefallen hat. Es war ein guter Auftakt für die Geschichte. Man ist gut in diese Welt eingeführt worden. Man hat sehr viel über die Struktur der Superior gelernt. Man hat die Charaktere vorgestellt bekommen und ich muss sagen, der erste Teil hat mir wirklich gut gefallen. Es war ein guter Auftakt für die Geschichte. Was mich so ein bisschen gestört hat hier, war das Ende, so die letzten 50 Seiten. Da ging das Ganze so Schlag auf Schlag und da sind Entscheidungen getroffen worden von verschiedenen Charakteren, mit denen ich nicht ganz konform gegangen bin. Aber wie gesagt, das ist ja immer so Ansichtssache, ne? Wenn man so sagt, so diese Entscheidung kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, das liegt ja dann eher bei einem selbst. Und ja, deswegen war das für mich jetzt auch alles nicht schlimm, aber wie gesagt, so die letzten 50 Seiten, das war nicht so 100% meins. Das Ende war für mich nicht komplett logisch, was ich jetzt aber auch nicht schlimm fand. Und ja, dann habe ich dann auch den zweiten Teil dann relativ schnell hinten dran gelesen und ich muss sagen, dass mir der zweite Teil, der Auftakt, das Reinkommen in die Geschichte wirklich gut gefallen hat. Ich fand den Ansatz, wo wir hier im zweiten Teil weitergemacht haben, wirklich richtig gut. Ich fand den Verlauf gut. Ich fand es gut, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und ja, wie gesagt, bis zur ersten Hälfte war auch alles wirklich super in dem Buch und ich dachte so, cool, das wird ein richtig cooler zweiter Teil. Und dann schlug das so auf der Hälfte ungefähr komplett um und die Geschichte entwickelte sich in eine Richtung, womit ich überhaupt nicht mehr zurechtgekommen bin. Unsere Protagonistin veränderte sich auf eine ganz komische Art und Weise, mit der ich auch nicht mehr klargekommen bin. Amelia wurde für mich immer unsympathischer, je weiter ich gelesen habe und am Ende dachte ich nur so, okay, dieses Ende, das macht jetzt für mich keinen Sinn.
Ja, mit dem Ende hätten wir uns den zweiten Teil im Endeffekt auch sparen können. Dann hätte man vom ersten gleich auf den dritten gehen können. Dieser zweite Teil war für mich damit einfach unnötig, um es mal einfach so auszudrücken. Es tut mir immer noch sehr, sehr leid, dass ich das so sagen muss, aber ich möchte ja ehrlich euch gegenüber sein. Und ja, also wie gesagt, ich konnte mit dem zweiten Teil am Ende wirklich nichts mehr anfangen. Amelia war mir unsympathisch und die Geschichte hat mir nicht mehr gefallen. Und ich würde generell auch sagen, dass ich Superior eher den jüngeren Lesern empfehlen würde, auch wenn hier 1, 2 erotische Szenen drin vorkommen. Das ist wirklich nicht viel. Ja, würde ich trotzdem sagen, dass ich diese Reihe wirklich eher jüngeren Lesern empfehlen würde, weil Amelia von ihren Gedankengängen, von ihrer ganzen Art doch noch recht jung ist. Also versteht ihr, was ich meine? Also ich finde ihre Entscheidungen teilweise sehr, sehr naiv und unüberlegt und mit dieser Impulsivität, die sie auch an den Tag legt, kam ich nicht mehr zurecht und ich habe mir gedacht, so Mädchen, denk doch einmal nach. Und ja, deswegen würde ich sagen, dass Superior eher was für die jüngeren Leser ist. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. So, 2 Bücher haben wir noch. Dann habe ich im August noch gelesen Queen and Blood von Amy Harmon. Ich muss ja echt mal noch ein Stück rumrutschen. Wartet mal, kann ich das noch so ein Stückchen rumdrehen? Ja, ich glaube, so ist besser. Ja, Queen and Blood von Amy Harmon habe ich dann noch gelesen im August. Das ist der zweite Teil der Bird and Sword-Reihe oder Sword oder... Wir lassen das Thema. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, hier in diesem Buch geht es um Kjell. Und Kjell ist der Bastardbruder von König Tiras. Um Tiras ging es im ersten Teil. Und Kjell ist auch gleichzeitig der Hauptmann der Wache und der engste Vertraute von Tiras. Und im ersten Teil war es ja so, dass das Land gegen eine Bedrohung kämpfen musste, gegen die Folger. Und diese Bedrohung ist immer noch nicht ganz, ganz ausgemerzt. Und Kjell reist quasi durch das Land, um die letzten Folger zu finden und zu töten, sodass die Menschen wirklich sicher vor diesen Monstern sind. Und ja, auf seiner Reise begegnet Kjell einer Frau. Und diese Frau wird sein Schicksal quasi besiegeln. Und als Kjell und Sascha, wie diese Frau heißt, sich endlich näher kommen, ja, wird ein Geheimnis um Sascha gelüftet, was die beiden für immer trennen könnte. Und ja, was das für ein Geheimnis ist und was hinter Sascha alles steckt. Und ob die Liebe von Kjell und ihr eine Chance hat, das ist es im Endeffekt, worum es in Queen and Blood schlussendlich geht. Und ja, ich kann nur sagen, dass mir dieses Buch wahnsinnig gut gefallen hat. Ich fand Kjell einfach so ultra sympathisch. Ich fand Sascha so sympathisch. Ich konnte sie so gut verstehen. Ich konnte ihren Zwiespalt verstehen. Ich konnte verstehen, dass sie noch ein, noch aus wusste in manchen Situationen. Und ich habe einfach so mitgelitten mit den beiden. Ich habe einfach so gedacht, das darf doch jetzt nicht sein. Das kann nicht sein. Warum ist das Schicksal so grausam zu den beiden? Warum meint das Schicksal es nicht gut? Und ja, es war einfach wirklich sehr, sehr spannend, die Geschichte von den beiden zu verfolgen. Und es war natürlich auch spannend zu verfolgen, was mit diesem Folger ist. Ob sie jetzt ausgelöscht sind, ob es noch welche gibt, ob da ein neuer Krieg droht. Und was mit den ganzen Königreichen jetzt auch passiert, die dadurch vernichtet worden sind. Und es war einfach wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte wieder. Es ist eine High-Fantasy-Geschichte. Ich würde aber sagen, dass es definitiv Mädchen-High-Fantasy ist. Und ja, die Liebesgeschichte steht halt hier, da die Liebesgeschichte hier halt auch im Vordergrund steht. Und ich kann wirklich nur sagen, dass mir Queen and Blood rundum super gut gefallen hat. Ich liebe die Geschichte, ich liebe die Welt, ich liebe die Charaktere. Es war einfach wirklich alles rundum perfekt. Und ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Ihr müsst den ersten Teil jetzt nicht unbedingt gelesen haben, um dieses Buch hier zu lesen. Es wäre natürlich zur Vollständigkeit halber gut, wenn ihr vorher den ersten Teil gelesen habt, wenn nicht, ist aber auch absolut nicht schlimm. Ihr versteht trotzdem alles, was in diesem Buch hier vorgeht. Und ja, ich kann wirklich nur sagen, lest Queen and Blood, sonst habt ihr echt was verpasst. So, jetzt habe ich das Ganze noch ein bisschen rumgerückt und bin vor der Sonne weitergeflüchtet. Ich flüchte dann auch gleich wieder auf den Fußboden. Ich will noch 1, 2 Videos mehr drehen und da bleibe ich nicht hier sitzen. Ich habe vorhin angefangen zu drehen und da war die Sonne weg und es waren ganz viele Wolken und es war schönes Licht und ich dachte mir, oh cool, brauchst du keine Softbox und dann kommt diese Kacksonne wieder raus. Ja, es ist eine Kacksonne. Es reicht mir mit Sommer. Ich will nicht mehr. Ich will Winter. Ich will kalt. Ich will einfach nicht mehr. Ich will keine Wärme mehr. Ich möchte, dass jetzt kalt wird. So, Punkt. Ja, auf jeden Fall das letzte Buch, was ich im August gelesen habe, war Dark Palace, 10 Jahre musst du opfern von Vic Jay. Dieses Buch ist ja eine Dystopie mit Urban Fantasy Elementen auch wieder und es geht ja in diesem Buch darum, dass in England quasi jeder Bürger Sklavenarbeit leisten muss, außer der reiche Adel und ja, die Adeligen sind auch Menschen mit besonderen Fähigkeiten, denn sie haben Geschick und dieses Geschick äußert sich durch verschiedene Dinge. Manche können besondere Dinge erschaffen, andere können Menschen kontrollieren und
Also es äußert sich auf ganz, ganz viele verschiedene Art und Weise, dieses Geschick. Und ja, dadurch sind die Adeligen etwas Besonderes, wie gesagt. Und die normalen Menschen müssen halt 10 Jahre Sklavenarbeit für die Adeligen leisten. Und wir begegnen hier in dieser Geschichte Luke und seiner Familie. Und Lukes Familie hat beschlossen, die 10 Jahre Sklavenarbeit zusammen abzuleisten bei der Adelsfamilie Jardine. Und somit haben sie einen Antrag gestellt, sodass sie nicht in eine dieser Sklavenstädte müssen, wo die Lebensbedingungen auch wirklich ganz, ganz schlecht sind. Und ja, hoffen jetzt natürlich auf eine Anstellung bei den Jardines. Und das Ganze scheint auch geklappt zu haben, bis zu dem Tag, wo sie quasi für ihre Sklavenarbeit abgeholt werden. Denn da stellen sie fest, dass etwas schiefgegangen ist. Denn Luke wird von seiner Familie getrennt und muss in die Sklavenstadt Millmore, während seine Familie zu dieser Adelsfamilie kommt. Und ja, das ist natürlich eine nicht so schöne Situation. Und Lukes Familie versucht dann nun irgendwie Luke wieder zu sich zu holen. Und Luke versucht gleichzeitig irgendwie in Millmore zu überleben, und das ist es auch schon quasi, worum es in dieser Geschichte geht. Wir begleiten Lukes Familie auf ihrem Weg in der Sklavenarbeit und sehen halt, wie diese Familie versucht, trotz dieser ganzen Umstände zusammenzubleiben und zusammenzuhalten und Luke wieder zu sich zurückzuholen. Und ja, mehr kann ich zu diesem Buch eigentlich auch nicht sagen, sonst würde ich zu viel verraten. Ich kann nur sagen, dass das Buch zum Anfang hin wirklich sehr, sehr, sehr langatmig ist. Also ich sag mal so, 3/4 der Geschichte, was wirklich sehr, sehr viel ist, lesen sich wie eine komplette Einleitung. Also ich kann das nicht anders sagen. Es ist sehr, sehr ruhig erzählt und es passiert so spannungstechnisch nicht sehr, sehr viel. Wir lernen die Charaktere kennen. Man liest dieses Buch auch aus mehreren verschiedenen Sichtweisen und ja, dadurch baut sich halt nicht wirklich so ein richtiger Spannungsbogen auf. Also wir sehen mal hier was, wir sehen mal dort was, wir verfolgen mal da den Charakter und wir gucken mal, was bei dem Charakter gerade so los ist. Aber so richtig Spannung kommt nicht auf, und das finde ich sehr, sehr schade. Wie gesagt, die letzten 100 Seiten, das letzte Viertel war wirklich richtig gut. Da hat sich das Blatt nochmal komplett gedreht für mich. Und da war die Geschichte dann auch ultra spannend. Da ist auch sehr, sehr viel passiert. Da ging das Ganze dann so Schlag auf Schlag. Und da war dann die Spannung da, da war die Action da. Und da hat man so gedacht so, ach du Scheiße, was passiert denn jetzt als Nächstes? Und das Ende war auch wirklich so super interessant, dass ich auf jeden Fall wissen möchte, wie es weitergeht. Aber die ersten, wie gesagt, 300 Seiten dieses Buches sind wirklich sehr, sehr langatmig. Also wer gerne sehr, sehr ruhige Geschichten liest, Geschichten, die sich langsam aufbauen, die sich langsam entwickeln, der ist bei dem Buch auf jeden Fall voll richtig. Aber alle anderen, die gerne Action und Spannung von der ersten Seite haben, für die wird das Buch wahrscheinlich eher dann nichts sein, denke ich mal. Denn wie gesagt, das ist am Anfang sehr, sehr langatmig. Aber was ein weiteres Plus für dieses Buch ist, es liest sich extrem schnell. Also es hat auch dicke Seiten und eine große Schrift. Das ist halt ein Jugendbuch, und der Schreibstil ist auch recht einfach. Also man kommt wirklich extrem schnell durch dieses Buch, aber man braucht halt so am Anfang so ein bisschen Durchhaltevermögen, wenn man, wie ich jetzt halt, gerne Geschichten liest, die von der ersten Seite an schon spannend sind und actionreich und wo sich das halt nicht erst so langsam entwickelt und aufbaut. Und ja, ansonsten, wie gesagt, die letzten 100 Seiten haben dieses Buch für mich echt gerettet, sonst wäre es für mich echt eine Geschichte geworden, die so eher nicht mein Fall gewesen wäre, aber durch die letzten 100 Seiten hat sich das Blatt hier definitiv für mich nochmal gedreht, und die Geschichte hat mir zum Ende hin wirklich super gut gefallen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es jetzt mit Luke und seiner Familie weitergeht. Wir haben hier auch ein sehr, sehr offenes Ende. Wir wissen nicht so richtig, was mit allen Charakteren jetzt passiert ist. Es ist am Ende sehr, sehr viel Schockierendes auch passiert, auch innerhalb dieses Adelskreises, und ja, man merkt halt auch, dass diese Welt sich verändern wird. Und es gibt auch den einen oder anderen Charakter, der absolut undurchsichtig ist, wo man nicht weiß, wo steht dieser Charakter, was will dieser Charakter, was hat dieser Charakter vor. Man weiß, dass dieser Charakter Pläne hat, aber man steigt nicht da dahinter, was genau jetzt so da dahinter steckt. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ja, deswegen möchte ich den zweiten Teil auf jeden Fall auch lesen. Aber wie gesagt, der Anfang ist so ein bisschen langwierig und da muss man so einfach so ein bisschen durchhalten. Und ja, Dark Palace, 10 Jahre musst du opfern, ist für mich ein gutes Jugendbuch doch noch gewesen, mit einer großen Schwäche ganz am Anfang, aber an und für sich fand ich die Geschichte schon echt cool, und ja, da kann ich dazu auch. So ihr Lieben, das war mein Lesemonat vom August. Wie gesagt, sorry für diese Lichtschwankungen hier. Ich ziehe jetzt um auf den Fußboden und drehe da weiter. Ansonsten kann ich mir dazu auch nicht sagen. Wie immer gilt, wenn ihr eins von den Büchern gelesen habt und kennt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Und dieses Licht ist so krass, ey.